Der Prix Güteribré, Auftakt in den Renndack. Johann Buis steuert Valentina O. Sehr ausgeglichenes Feld mit Startnummer 7. Sie fängt gut an. Die äußerste Nummer, aber du wirst trotzdem versuchen, sie mal nach vorn zu schicken, oder? Nein, umgekehrt. Ich werde es mal von hinten fahren wieder. Das ist vom Kopf auf sehr gut. Und mit 7 Pferden ist der Weg nicht so weit, wenn es klappen würde. Aber es ist ein ausgeglichenes Rennen und unter die ersten drei warte ich schon. Erste Rennen der Prix Güteribré, Desire BR, hast du ja im Ablauf mit Bollinger Mel wieder ein starker Gegner, der ja zuletzt schon im Rennen war. Platz 4, du hast das beim Start davor schon angesprochen, beim Sieg. Sie ist zwar 6-jährig, aber noch nicht ganz fertig, aber jedes Rennen fördert sie natürlich. Dein kleines Feld, sicherlich kein Nachteil, oder? Nein, also sie mit der Leistung war ich letztes Mal wieder sehr, sehr zufrieden. Sie ist gut gelaufen, mit dem Sieg haben wir nichts zu tun gehabt und den dritten Platz, ja, hat ihr der Fahrer gekostet mit einer Fehlentscheidung Ende vorletzten Bogen. Da hätte ich drin bleiben müssen und ja, aber da kann sie nichts dafür und das Laufen war ganz, ganz ordentlich. Also unter den ersten drei erwartest du dir sie diesmal in diesem kleinen Feld eigentlich schon, oder? Sagen wir mal, dass ich schon mit dem dritten Platz spekuliere. Ja. Hubert Brandstätter, Championatsführung letzte Woche verloren, die gilt es zurückzuholen. Einige Chancen sind meiner Meinung nach da. Heikle Kandidaten, aber durchaus alle mit Siegchancen. Zum Beispiel Bollinger Mel im ersten Rennen. Zuletzt zwei kurze Fehler gemacht, dennoch gewonnen. Starkes Pferd, wenn er glatt geht, wohl nur schwer zu schlagen. Ja, Bollinger Mel im Start Nummer 6, also wenn er glatt läuft und am Start werde ich vielleicht ein, zwei Längen herschenken müssen. Also wenn er glatt läuft, glaube ich, wird er gewinnen können. Auftakt in den Renntag gehört mal mit Quina. Sehr, sehr startschnell. Das wirst du ausnutzen wollen und dann sieht man, wo die Reise hingeht. Ja, man sieht im Programm zweimal am Start gesprungen. Hebt ein bisschen die Startschnelligkeit auf. Macht nicht immer das, was ich will. Ist noch hinter den Erwartungen, aber trotzdem werden wir schon versuchen, hier eine gute Leistung abzuliefern, wobei das Rennen sehr schwer ist. Der vom Hubert Brandstätter, glaube ich, ist ja gar nicht zum Schlagen. Auftakt in den Renntag. Gleich zu Beginn des Renntages bist du engagiert bei der Pure Dream Venus, die guten Jahresanstand mit Rang 2 zu einem sehr starken Best-Fix-Mile gegeben hat. Eine kleine Blessur dazwischen, da war sie gestrichen. Jetzt ist sie aber wieder fit. Ja, ist wieder fit. Das war wirklich nur eine Kleinigkeit. Ein bisschen Nageldruck verspürt und konnte das ja nicht laufen. Aber es ist wieder vollkommen fit. Rechnest du heute mit einem möglichen Sieg? Glaubst du, dass du den Favoriten fordern kannst? Ja, ich denke schon.